Hallo zu einem weiteren Hardware-Lux-Video von der Computex 2019. Wir haben ein weiteres Video mit Gehäusen, Netzteilen und Lüftern für euch und die kommen von der Firma ABKO & Core. Ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Fragen wir gleich nochmal nach. Ja, ich habe den Sönke hier neben mir. Moin. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, um uns die Produkte zu zeigen. Immer gerne. Wie spreche ich es richtig aus? Erste Frage. ABKO Encore. ABKO Encore. Okay, jetzt habe ich es nämlich falsch gemacht. Da habe ich ABKO Encore gesagt, so ein bisschen zusammen irgendwie. ABKO Encore. Ist aus dem Anglizismus heraus ja richtig. ABKO steht ja für Absolute Korea. Ja. Als größer koreanischer Hersteller haben die Jungs da wirklich tolle Sachen auf die Beine gestellt. Mhm. Wir haben im letzten Jahr mit der Kooperation schon angefangen und es kommen immer mehr neue tolle Produkte. Ich war in der Fabrik auch die letzten Tage. Unglaublich schön. Also da wird wirklich auf Qualität geachtet. Das wird dort gefertigt nach Standards, die andere Leute noch suchen. Mhm. Es gibt auch noch andere, die dort fertigen lassen, aber das ist ein anderes Thema. Nee, tolle Sachen. Ja, genau. Also letztes Jahr waren wir ja das erste Mal hier beim Stand, haben tolle Sachen gesehen. Und du zeigst uns jetzt sozusagen die Highlights, die auch nach Deutschland kommen werden. Genau. Wir haben das Kronos 510S. Das ist ein Gehäuse, das es in Deutschland schon gibt. Hat eine asymmetrische Form, die man bis jetzt auf den Fotos leider nicht so schön sehen kann. RGB ist überall, so, also machen die es ja auch. Es hat ist von der Qualität her sehr schön verarbeitet, saubere Übergänge. Und dazu haben die ein super Pricing. Wir laufen da bei einer UVP von 59,90 Euro gerade raus in Deutschland. Das ist für die Endkunden wirklich eine tolle Geschichte. Ja, sehr gute Sache. Die alle drei basieren auf demselben Body, ist das richtig? Oder das wahrscheinlich, ne? Ist mehr oder weniger. Nein, das ist korrekt. Nee, ne? Oder? Der ist ein bisschen höher. Die beiden sind ein Body. Genau. Das ist die gleiche Front. Das 710 ist eine Nummer größer. Bietet entsprechend auch ein bisschen mehr Platz drin noch zum Verbauen. Genau, was ich gesehen habe, das fehlt da oben, vorne der PSU-Shroud ist drin. Richtig. Alles eigentlich so, was man heutzutage von einem Gehäuse erwartet in der Preisklasse. Alles das, was drin sein soll, was wir auch jahrelanger Erfahrung aus eigenen Produkten mit rübergetragen haben zu ABKO Encore, weil wir arbeiten mit den Leuten dahinter schon seit über 12 Jahren zusammen. Das ist eine sehr enge Kooperation. Ja, sehr gut. Klasse. Auch wird es geben neue Netzteile. Wir haben uns jetzt hier mal zwei aus dem kompletten Sortiment rausgepackt. Einmal 80 plus Gold und einmal 80 plus Platinum. Genau, die 80 plus Goldnetzteile modular werden mit 5 Jahren Garantie kommen. Und die 80 plus Platinum Netzteile kommen mit einer Lifetime Warranty. Das ist eine Ansage, finde ich mutig, finde ich gut. Wir werden sehen, wie sich die in den ersten Tests schlagen. Ja. Und da bin ich sehr gespannt auf die Reaktion auch von der Community, weil die ja doch in Deutschland sehr eingeschworen ist. Natürlich, wir haben unsere Lieblingsmarken in Deutschland. Na da klar. Sind schon andere dran gescheitert sozusagen, das aufzubrechen. Das stimmt. Aber ich habe gehört, es sind qualitativ hochwertige Komponenten verbaut. Ja. Insofern, und wenn da 80 plus Platinum draufsteht, ist auch 80 plus Platinum drin. Also muss insofern, ja sein, definitiv. Schauen wir mal, dann wir hängen sie natürlich auch mal an unsere Chroma an. Bitte gerne, ja. Genau, ja klar. Wir wollen noch mal zu einer anderen Gehäuseserie gehen, weil hier haben wir nur an einem Tempered Glass gesehen. Ihr habt eine Serie, die mir sehr gut gefällt. Da gehen wir jetzt mal rüber. Ja, hier sind wir bei den Ramses-Gehäusen. Wie ich finde, so ein bisschen so die Highlights, die auch für den deutschen Markt super passen, weil sie wirklich so eine schlichte Front haben und Tempered Glass dazu. Und du hast mir erzählt, teilweise mit Lüftern sogar schon ausgeliefert, teilweise ohne. Also nein, ohne Lüfter sind die Tengri. Okay. Ramses kommen alle mit Lüftern. Sehr gut. In dem Fall von dem 320er sind es 6 Lüfter, die voreingebaut sind. Hier haben wir das neue 550er, da sind 2 200er Lüfter, 320er mit eingebaut. Das 850er sind 4 von den 200 mit eingebaut und muss selbst gerade nochmal nachzählen, 720er Spider-Fans. Und bei dem 67er sind 12 Lüfter vorinstalliert. Das rechtfertigt auch den hohen Preis, der da rangeschrieben wird. Wenn man sich die Lüfter-Sets so kauft im 5er-Pack, liegt man auch bei 60 Euro in der UVP. Ja. So, rechnet man 12, sind 120, dann kostet das Gehäuse tatsächlich nur noch 120 Euro. Und die Lüfter sind nicht nur optisch gut, sondern auch leise.
in der Anzahl tun sie auch das, was sie sollen, nämlich Luftumwälzen. Mhm. Genau, ja klar. Genau. Physikalisch gesehen, klar, haben sie eine Schwäche, das wissen wir alle, aber gerade deswegen auch mehr Lüfter, mehr Umschwung. Genau, allzu laut sind sie aber auch nicht. Ich habe eben Ohr dran gehört, das ist vollkommen in Ordnung. Also insofern, ne? Was ich cool finde bei den Gehäusen, du kannst halt wirklich dich total ausleben. Ne? Also wir sehen ja da, die Grafikkarte ist vertikal eingebaut. Du hast Belüftungsmöglichkeiten, kannst Wasserkühlung einbauen und so weiter und so fort. Das ist ein schöner Mod geworden, YG fertig gemacht hat. Definitiv. Das funktioniert mit den Gehäusen toll. Man hat sehr viel Freiheiten, sehr viel Freiraum in jedem Gehäuse. Siehst du auch hier bei den 550 unten, was da an Platz ist, wie viele Möglichkeiten für Befestigung da sind. Genau. Ganz, ganz viele Langschlitze, so wie es sein soll. Genau, richtig. Hier nicht zu sehen, das blenden wir euch jetzt ein, sozusagen ist eine neue Lüfterserie, die ihr auch auf den Markt gebracht habt. Die sozusagen dann etwas mehr Leistung hat als die, die Spider-Fans, weil die sozusagen auch geschlossen sind vom Rahmen. Die sind geschlossen vom Rahmen, sind die Q-Fans. Mhm. Wird man gleich sehen, warum die so heißen. Mhm. Finde ich sehr gelungen von der Haptik her, von der Optik her. Und die Datenmengen oder die Datensätze stimmen dazu auch. Kann ich jedem ruhigen Gewissen empfehlen. Ja, ihr habt sie auch steuerbar per RGB. Richtig. Das heißt, 4-Pin-Anschluss. 4-Pin-RGB geht über MSI, geht über Asus. Ja, sehr gut. Ja. Oder halt über die Fernkontrolle, die dabei ist. Genau. Funktioniert. Ja. Sehr gut. Wenn die Produkte auf den Markt kommen, klingeln wir nochmal durch sozusagen. Bitte gerne, wir natürlich gerne auch mal testen. Ja. Und falls ihr Fragen habt zu den Produkten oder zur Marke oder sowas, könnt ihr gerne ins YouTube-Video posten. Wir werden natürlich uns den Fragen nochmal annehmen und dich dann vielleicht nochmal nerven, wenn wir sie nicht beantworten können. Schauen wir mal. Es wird auch noch sicherlich das ein oder andere Gewinnspiel geben. Sehr gut. Auf den Seiten. Können wir gerne haben wir schon mal mit vorbereitet. Ja klar. Bitte. Super. Danke fürs Zuschauen und ja, bis bald. Bis bald.